Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und das Format, das ihr gerade schaut, heißt Community gegen den Rest der Welt. Ich spiele Jarvan in der Mitte. Und zwar spiele ich ihn genau deshalb in der Mitte, weil ich ihn letztens im Diamant Ranked gesehen habe. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Troll-Pick, sondern wirklich ein ganz vernünftiger Pick. Und das Wichtigste, wieso Jarvan in der Mitte funktioniert, ist sein Q. Ihr seht schon die Range. Er kann also wunderbar farmen. Ich spiele jetzt gegen eine Petristana. Und Leute, sorry, aber ich muss jetzt hier gerade was essen. Ich habe mega Hunger. Ich habe den ganzen Tag schon vor euch aufgenommen. Ich wünsche allen, die gerade auch was essen, einen wunderbar guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Nom, nom, nom. Das freche Binding. Ich grüße Victor und Yvonne. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei der Geilo Family. Und die Gegner wissen auch schon, mit wem sie es zu tun haben. Irea hat Yeah Buddy an die Gegner geschrieben. Und das ist natürlich wichtig, damit die Gegner wissen, von wem sie gleich ins Gesicht getreten werden. Also, nicht vergessen, wenn ihr ein Game startet, immer Yeah Buddy schreiben, damit die Gegner wissen, oh, ich hab's mit der Geilo Family zu tun. Und die ist bekanntlich Yuppie. Zack, einmal das Q. Herrlicher Trade für mich. Und die Passive von Jarvan bewirkt ja, dass seine Auto-Attacks genau beim ersten Mal 10% der maximalen Leben auch abziehen. Das ist richtig eklig. So, ich versuche jetzt hier trotzdem zu farmen. Aber Tristana ist gerade auch mega eklig. Und das ist eine... Ah, das ist eine AD Tristana. Ist die Frage, wann kann ich sie traden? Jetzt! Genau jetzt. Juhu! Der Hoppler musste sein. Was, Baby? Bei der nächsten Kombi habe ich sie. Ey, der Schaden von Jarvan ist so krass. Und auch seine Fähigkeiten haben Monster-Skalierung. Jetzt. Nicht wirklich. Die hat einen Heal. Die hat einen Heal, die Kleine. Höp, jetzt hab ich dich. Hoppala! Hoppala! First Blood, Baby! Nice. Und da kam auch gleich schon der Kill für die Gegner. Da habe ich mir First Blood aber genau im richtigen Moment noch gesichert. Und ihr seht schon, wie krass ein Jarvan Squishies einfach, der lässt die richtig zerplatzen. Und diese Kombination, die ist halt mega, mega stark. Und gibt euch auch diese Möglichkeit... Ah, lauf! Und gibt euch auch diese Möglichkeit... Alter, nee. Ja! Ah, ich hab nichts mehr bekommen. Schade. So, was gönne ich mir? Brutalizer. Brutalizer ist so fett als Early Item. Und das gönne ich mir jetzt direkt als erstes. Schön wäre jetzt noch ein Trank. Darauf warte ich auch, Bob. Wunderbar, und los geht's. Ich könnte jetzt meine QE-Kombination benutzen, um schneller in die Lane zu kommen. Aber ich will auf keinen Fall Mana verlieren. Ich hoffe natürlich, dass ich den Blue kriege. Sollte auch so sein, weil ich einen Rengar im Jungle habe als Mate. Alter! Ey, die hat sowas von keine Chance. Wow! Das ist die Power des Brutalizers. Wow! Der Name ist Programm. Hopp! Wahnsinn, und das ist dann nicht mal der Knockoff-Klar.
What? Ich kann einfach nur mit dem Q harassen. Ey, das hat schon genug Range. Das ist Wahnsinn. Man braucht gar nicht immer die ganze Kombination auszufahren. Allein First Blood und Jarvan ist so dominant in der Lane? Krass. Oh yeah, und good job. In der Top Lane, Iria hat geschrieben, sie braucht ein bisschen Hilfe. Und sie hat auch ein bisschen Hilfe bekommen. So, als nächstes werde ich Tiamat bauen. Hopp, hopp, hopp. Ja, der Chogi schon wieder da. Oh, ich bin tot. Jetzt bin ich tot. Ich will das Cho'Gath! Ja! Ich wollte, dass Cho'Gath dann wenigstens den Kill bekommt. Nice. Warum wollte ich das? Weil Tristana mein Laning-Gegner ist. Und sie dadurch halt keinen so großen Vorteil bekommt. Ja, und ja, Cho'Gath, der soll einfach nur ein bisschen jungeln. Das klappt schon. Ich muss ja nur gegen die Tristana klarkommen. So, ich habe Ignite, ich habe meine Ulti. Hopp! Ist sie tot? Nein. Das gibt's doch nicht. So. Sie kann mit ihrer Ulti selbst ziemlich gut schnetzeln. Und daher muss ich auch ein bisschen aufpassen. So, ich kriege Blue. Das ist was Feines. Hä? So, wie schwach ist sie? Kann ich sie töten? Ich denke eigentlich schon. Oh, beautiful, beautiful. Hm. No quarter for the wicked. So, jetzt gönne ich mir das Vampiric Scepter. Einfach, weil man daraus sowieso Hydras bauen kann. Und ich brauche gerade ein bisschen Sustain. Wenn ich mal einen Trade vielleicht falsch lande oder sie auch ordentlich Schaden macht, damit sie mich mit ihrer Ulti nicht auf einmal wegburstet. We shall rest when we are dead. So, ich habe wieder meine Ulti. Today is a good day to die. Yo. Ally has been slain. Protect the faithful. Oh! Abgebrochen, die ist tot. Hopp! Woo! Jarvanissimo! OP! Und ich hab's halt im Rank gesehen. Ein absoluter toller Champion. Ich habe ihn früher mal in der Toplane gespielt. Auch weil wir ihn gejungelt haben. Da fand ich ihn auch schon stark. Ey, komm, du willst mich doch total verkaspern. Wenigstens weggekommen. Nice. Und er hat sogar seine Ulti relativ schnell verhauen.
by my will. Komm, komm, komm. Ein bisschen was will ich noch sammeln. Und das Schild. Das Schild. Es schildert mich so wenig, aber es reicht. Und ich habe nicht genug gesammelt. Ich wollte mir die Pickaxe holen. Ja, dann mache ich es jetzt einfach so. Oh, schön, schön. Der hat anscheinend gegankt. Und ist gestorben. So soll es sein. Community OP. Oh, was geht hier ab? Close. Oh yeah. Wieder Ulti, wieder Ignite. Das ist fett. 8 zu 8. Wow. Ey, nee, find me greater foes. Zu greedy. Ah, und im Flug, ballert sie mich ab. Oh, Dame. Wer hat denn da gerade zugeguckt und schreibt greedy? Sie hatte noch viel. Das war das Problem. Hier liegt ja der tote Jarvan. So, jetzt bin ich gestärkt. Jetzt kann ich wieder mit zwei Händen spielen. Ja, okay. Ich hab zwar nicht... Wow! Alter! 9-9, das Spiel verspricht spannend zu werden. Ja, und jetzt Tristana habe ich gerade... Oh. Unnötigerweise einen Kill geschenkt. Oh nein, der wird ihn fressen. Yep. So. Hab ich. Oder Irea. Okay. Good job. Boah, Tristana. Das habe ich auch schon mal gesehen. Tristana auf AD. Die ist richtig stark. Stärker als die AP Tristana. Also auch in der Mitte. Einfach mal nicht als ADC, sondern... Also nicht als ADC-Bot, sondern als ADC-Mitte gespielt. Puh, langsam wird die eklig. Komm mal. Merci. Oh, schön, schön, schön. Ham! The day is a good day to die. Hop. Easy. Zack, und jetzt ran hier an den Speckchen. Schön, Blue habe ich. 3, 2, 1. Meins, das sind meine Stats. Oh nein, das Binding! So, da will anscheinend keiner hinterher. Und schon habe ich 4, 2, 1. Na, wollt ihr mich hier haben? Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ihr wollt nicht. Okay, und jetzt habe ich... Oh, Hydra ist sogar direkt ready. Das ist geil. Leider noch keine Schuhe, aber ich mache jetzt einen richtig schönen Damage. Das Geile ist auch, man baut ja Jarvan eigentlich so halb Damage, halb Tanky.
Das Geile ist aber jetzt, ich spiele ihn in der Mitte und die Midlaner bleiben in der Regel squishy, machen aber dafür richtig viel Schaden. Das heißt, man kann Jarvan wirklich so bauen, wie er auch am meisten Spaß macht. Und das ist auf jeden Fall auf Full Damage. Er hat wirklich gute Bonus-AD-Skalierung. Oh, und der Clear. Ich liebe den Wave Clear. Hallo. Stand with me, brothers and sisters. Hep. Oh yeah, das Black Shield. Das kam geil. Puh, good job, Mr. Smarty Eyes. Cooler Name übrigens. Puh, was macht der Nasus hier top eigentlich? Das ist nämlich auch noch so eine Frage. Wie stark wird der Nasus mit der Zeit? Komm! Weg! Oh! Zerfetzt! 16 zu 11! Yeah, buddy! Nice! Ich bin echt nur noch gespannt, was der Nasus zu bieten hat. Der Nasus scheint ja seine Lane hier gut zu gewinnen. Hat jetzt schon fast seine 300 Stacks. Wo ich immer sage, so 300, 350 Stacks. Das ist so der Punkt, ab dem ich Nasus als wirklich stark empfinde. Ab dem er einfach als Tank, weil man baut ihn ja eher tanky, als Tank auch wirklich genug Schaden rausknüppelt. Obwohl eine Irea... Oh, Alter, wie geil diese Animation gerade aussah. Habt ihr es gesehen? Hinter Nasus so ein geistlicher Schleier. So, jetzt. Schuhe, Fünfer Schuhe. Ich will einfach nur schnell sein. Ich hatte gerade gar keine Schuhe, jetzt habe ich Fünfer Schuhe. Umso besser. Der ist Level 11. Er ist Level 12! Bitte. Hm, der Nasus könnte noch ein Problem werden. Aber wenn die Gegner jetzt... Ich sag mal nicht... Oh. Ha, 10% der maximalen Leben. Ey, das ist so ein fetter Auto-Attack. Stand with me, brothers and sisters. Na komm! Ha, tot! Einfach tot! Zerfetzt! Ja, ja, da wird einfach verfehlt. Den haben wir. Hopp. Easy. Easy. 19-11. Ey, es ist eigentlich alles zu unseren Gunsten. Wir gewinnen das auf jeden Fall. Nur immer noch Spannung. Was macht der Nasus? Wann schreitet er ein? Das Problem ist, es gibt Nasusse, die einfach nie Bock haben, im Geschehen mitzumischen. Die wollen einfach nur hochstacken. Und wenn man das zu lange macht und sozusagen der Rest des Teams dann aber immer wieder Teamfights verliert, ja, Rengar! Wow! Okay, dann haben wir wenigstens die. Alter! Oh, wie geil! Oh. Ja, wie geil der switcht! Und jetzt ist der Nasus da, oder was? Ach du. Komm! Ja! 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 Oh mein Gott, aber jetzt nur weg vor dem Nasus. Das wird schwer, aber dafür habe ich Fünfer Schuhe. Und das Binding! Und das Binding! Good job! Ich liebe es. Der wird diven können. Deshalb will ich weg.
Oh, das war gerade krank. Und er hat sich direkt wieder hochtipiert. Er wollte gerade helfen wie ein ganz großer. Hat aber nicht funktioniert. So, ich will richtig Damage. Ich habe gesagt, richtig üblen Damage. Deshalb kommt jetzt das BF-Schwert. Also Blutdürster, Brutalizer und Ravenous Hydra. Dann könnt ihr gerne noch Last Whisper bauen. Und danach würde ich euch schon mindestens... Ja, danach habt ihr ja auch nur noch Platz für ein Tanky-Item. Und dann gönnt ihr euch halt Randuins oder Banshee's Veil. Wie viel Stacks hat dieser Freund? Bald 400. Boah. Ich bin auch so squishy. Alles abgefeuert. Jetzt zerplatzt er doch. Also ganz ehrlich, Jarvan und die Rhea. So, warten wir mal auf den Rest der Minions. Jarvan, nicht Jarvan, sondern Nasus, kein TP mehr. Hat er ja vorhin schon verwendet. Und wenn man die Standarte setzt, dann habe ich hier nochmal 22% Attack Speed. Ja, schön. Da pusht auch ein Jarvan schön schnell. Boah, mit dem BF-Schwert ist das schon ordentlicher Damage. Also Jarvan hat echt geile Skalierung. Seine Ulti und sein Q skalieren richtig dick auf Bonus AD. Na, unser Team regelt das jetzt schon alleine. Wow, Rengar Triple! Nein! Ah, close. Boom! Und ich überlebe. Nein! Oh, the Binding! The Binding! Und die Rhea kommt jetzt auch nicht mehr weg. Ja! Oder doch? Sie braucht hier ein Trinket, hier. Kannst du das hinkriegen? Schade. Ah, da das Trinket und dann schnell rüberjumpen. Nein, das Binding! So, wie geht's jetzt weiter? Ach, schön, wir haben einen Tower bekommen. Dann habe ich Blutdürster. Wunderbar. Eigentlich kann man auch jetzt schon Tanky bauen, ein Tanky-Item. Brutalizer ist einfach mega, mega stark fürs Early, ihr habt es ja gesehen. Dann hiermit habe ich echt mit Ravenous Hydra und mit Blutdürster habe ich den Late-Game-Damage, also der ist ja absolut da. Das Schild durch Blutdürster, der Zusatz-Damage durch die Aktive von Hydras. Und ja, letztendlich bin ich also vom Damage her gut ausgerüstet. Ich darf halt jetzt nur nicht zu schnell zerplatzen. Und da Jarvan auch halt stark skaliert, braucht man gar nicht alles nur auf Schaden zu bauen. Er gehört Morgana. Wie geil. Oh, der arme Chogi. Hopp. Oh yeah. So, dann pushe ich doch hier einfach mal mit Rengar. Aber wir pushen ziemlich schnell und wir sind zwei fette Biester. Eigentlich sollte uns hier nichts aufhalten können. Ja, und Lucian regelt wieder alleine. Was hat der schon für Stats? 10-1. Super nice. Hier kommt jetzt die Standarte. Dann gibt es noch ein bisschen Attack Speed für Rengar. Ja,
Das ist Jarvan auf AD, auf Full AD. Oh mein Gott, Squishy zerplatzen einfach. Ab zur Standarte! Oh nein, da kann Trissy jetzt aufräumen. Wir sind tot. Ja, aber Rengar ist wenigstens weggekommen. Ich muss ein bisschen Tankiness bauen, obwohl ich das jetzt gar nicht so gerne hätte. Lieber würde ich jetzt weiter auf Damage bauen. Ich habe auch genug Geld für ein BF-Schwert. Alter, aber ehrlich gesagt, ihr habt es ja gesehen. Squishy zerfetzt sich sowieso schon. Und lieber ein bisschen überleben gegen so Nasus. Oder gegen ein bisschen Poke von Tristana auch ein bisschen länger überleben. Von daher. Wisst ihr, auf welches Item ich Bock habe? Eigentlich habe ich Bock auf... Die haben hier ein bisschen AP. Ey, die haben eigentlich fast nur AD. Okay, ich wollte eigentlich Banshee's Wail bauen, weil ich es mega geil finde, wenn halt ein wichtiger Spell abgeblockt wird. Aber stattdessen muss jetzt Giant Spell dran, ein bisschen Leben. So, Fünfer-Schuhe. Das ist geil, weil wegkommt der dann auf keinen Fall. Ja, der kann jetzt machen, was er will. Der ist tot. Der zerplatzt sogar ziemlich schnell. Was hat Irea für... Ah, die hat jetzt auch ein bisschen tanky gebaut. Das finde ich sehr gut. Ein Minion kriegst du. Wieso bin ich eigentlich die ganze Zeit in der Top-Lane unterwegs? Just save Lucian. Ah, der macht echt einen geilen Job. Who dares defy my will? Ja, Hammer! Ups. Wuhu! Da musste aber ein schöner Flash kommen. Oh schön, der Move von Irea war... Hopp, raus aus dem Stun. Ha, Irea ist also aus dem Stun gekommen. Ah, irgendwie out of position die Morgana selber jetzt ist. Hä? Macht denn der kleine Fuchs jetzt hier? Boohoohoo! Oh, okay. Ja! Das Geile ist, ihr habt mit Jarvan auch noch einen AOE-Knock-up. Dieser Champion ist echt krass. Ich bin froh, dass ich das gesehen habe. Im Diamant 1 ranked. Einfach brutal. Jarvan in der Mitte gegen Milis einfach mega, mega stark, weil er auch dieses tolle Q hat. Ja, Randuins ist eigentlich mega. Ich liebe aber Vamox. Deshalb hole ich mir jetzt auch Vamox. Das Spiel ist sowieso bald gelaufen. Ah, ist das schon vorbei? Nicht beenden. Nicht beenden. Ah, ich glaube, es ist vorbei. Die Gegner haben glücklicherweise nicht surrendert. Alter, der Lucian. Der macht aber ordentlich Damage. Nice, es ist noch nicht vorbei. Wie viel Schaden macht jetzt das Q überhaupt? Ich habe 324 AD. Das Q macht über 500 Damage. Und man sieht, Minions sind sofort weg. So, dann pushe ich jetzt noch ein bisschen. Mit 3000 Leben jetzt, ey. Das ist ein Jarvan, den durfte man auch schon vorher nicht unterschätzen, aber jetzt sowieso nicht. Noch will mich keiner aufhalten.
Gegen die beiden? Kann ich das schaffen? Ich weiß nicht, die sind ein bisschen mobil. Ui! Ui, den könnte ich mir eigentlich holen. Wenn er sich jetzt nicht zu sehr hoch heilt. Der heilt sich richtig fett. Alter! Go, go, Power Ranger. Oh yeah. Povrot Ranger. Ah, was macht der Dings? Was macht der Chogi hier? Ja. Dank Jarvan. Dank Master Jarvan. Ja, und jetzt muss auch der Choga zurückkommen. Ah, die Tower. Ja! Nein, wir werden jetzt bestraft. Wir werden jetzt. Was? Der benutzt wirklich TP? Komm schon! Komm schon! Mein Schild! Ihr saved mich! Oh, wo ist der Nasus? Der Nasus will es so versuchen. So ein bisschen den Split-Push-Style. Und der kriegen den, und die kriegen den inne. Alter! Oh! 528! Ey, der ist so fett! Boah! Der hat wirklich noch ordentlich Schaden gemacht. So, was kommt jetzt? Ich liebe Yumus. Aber. Nee, warte mal. Brutalizer ist gut. Ich muss noch mehr Schaden bauen. Anders geht das gerade nicht. Ich fühle mich dazu berufen, einen Jarvan auf richtig viel AD zu bauen. Ja, das ist eine Aufnahme. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. An die, die jetzt mitspielen, liebe Grüße an euch. Danke für das geile Spiel. Sieht ja ziemlich gewonnen aus. Und an die, die vielleicht mal mitspielen wollen, auch liebe Grüße. Einfach mal im Chat PowerTV dabei sein. Ich lade einfach ein, wenn es soweit ist. Viele fragen mich ja immer, wie kann ich mitspielen? Und einfach im PowerTV Chat könnt ihr euch ja erstmal absprechen. Auch mit anderen einfach zocken. Ihr müsst nicht immer so zwingend quasi warten, dass ich da bin. Kann der... Ich besieg den nicht, ne? Ich würde es aber gerne eigentlich versuchen. Alter, guck dir den an. Was? Alter! Hä? Was hat er für einen Plan? Der will einfach die Tower zerstören! Ich kenne den Plan! Ich kenne... Hilfe! Ach du Heilige. Hilfe, Leute! Alter, des Nasus! Wie viel Schaden... Ah, okay, das reicht ja nie im Leben. Boom! Komm schon, Baby! Wenn er solche Alleingänge macht! League of Legends ist ein Teamspiel! Und deshalb ist Geilo Family das größte Team, das es gibt! Und gewinnt natürlich auch dieses verdammte Game. Dieser Nasus wird uns nicht verarschen. Nicht solange wir zur Geilo Family gehören. Alter Belly. 53 zu 24? Alter, das erste Mal, dass ich mir diese Stats angucke. Alter, richtig heftig. 53 zu 24? Wir haben mehr als das Doppelte an Kills nach 35 Minuten. So, und jetzt muss der Chogi dran glauben. 3700 Leben. Nur ein bisschen mehr als ich. Ja, aber dafür habe ich so viel mehr Schaden.
Und schön gefeedet bin ich auch. Guck mal, wer hier ist. Hallo, da ist Iria, sie hat dich. Alter Belly, wir haben richtig geile Schnetzler. Rengar, Iria, Jarvan. Ist schon mega geil. Und der Lucian, er regelt. Oh mein Gott, wir sind so langsam auf dem Weg. Alter, ist der schnell. Alter, mit Yumus. Und der hat... Alter, wie geil das aussieht. Oh, perfektes Binding. Ja, nice. Und sie sind geaced. Ah, und dann können wir uns zumindest die beiden Inhibs holen. Und dann vielleicht das Game noch ein bisschen in die Länge herauszögern. Ihr kennt das bestimmt, wenn ein Game Spaß macht, dann will man es am liebsten noch gar nicht beenden, am liebsten noch eine Stunde weiterspielen. So, aber das haben wir. Das Game haben wir auf jeden Fall in der Tasche, auch wenn Nasus ein übelster Late-Game-Champion ist. Naja, gut, komm. Ab! Ja, Tristana, das war wohl nix. Yo! Und er holt sich da echt noch den Kill. Nice, nice, sexy! Ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Jarvan in der Mitte, er funktioniert. Er funktioniert einfach echt gut. Probiert es selber aus, auch im Ranked, gar kein Problem. Spielt ihn vielleicht vorher 3, 4, 5 Mal, damit ihr ihn ein bisschen einschätzen könnt, wie er gegen Ranged Champions, wie er gegen Nahkämpfer ist. Ich bin euer Powerwort, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.